ich finde es hier ausgesprochen angenehm. Ich denke, es ist ein Stück entschleunigt. Und es ist eine Entscheidung mit Zukunft, weil wenn man mit 20 oder 30 gern in der Großstadt arbeitet, heißt das noch lange nicht, dass dieses Tempo und diese Lebensweise einem die nächsten 30 Jahre zusagen wird. Dr. Petra Fuchs ist Ärztin in Sachsen. Entgegen vieler ihrer Kollegen hat sie sich entschieden, von der Großstadt aufs Land zu ziehen. Und diese Entscheidung bis heute nicht bereut. Ich wüsste nichts, was ich hier vermisse. Ich habe auch lange in Berlin gelebt. Ich habe mich in Stuttgart sehr, sehr wohl gefühlt. Insofern, ich kann es ein bisschen vergleichen und fühle mich hier ausgesprochen wohl. Der ländliche Raum hier bietet wirklich alle Wahlmöglichkeiten. Von Wochenenden in großen Städten bis zu Bergsteigen, Segeln, Wandern oder auch einfach den Gemüsegarten. Ja, das ist das private Leben. Und von der Arbeitsweise her haben Sie hier wirklich Entfaltungsmöglichkeiten. Ich finde es spannend und ich bin richtig gerne hier. Petra Fuchs genießt das Leben auf dem Land. Auch weil es den aus den Städten bekannten Konkurrenzdruck unter den Ärzten auf dem Land nicht gibt. Wertschätzung ist nicht selbstverständlich, genieße ich hier sehr. Also auf dem Land wohnen Menschen wie überall, aber ich denke, die wissen auch heute noch unsere Arbeit mehr zu schätzen. Das tut schon gut. Und die Kollegen freuen sich, wenn sich Konkurrenz niederlässt, weil das Entlastung bringt. Entlastungen bringen auch die zahlreichen Fördermaßnahmen. Zum Beispiel wird die Weiterbildung zum Allgemeinmediziner mit bis zu 3.500 Euro monatlich gefördert. Auch das Eigenheim oder die neue Praxis kann ein Arzt sich zu großen Teilen finanzieren lassen. Ich habe das Haus jetzt seit 20 Jahren und es hat die ganze Zeit und wird auch weiterhin sehr gute, vor allem EU-Fördermaßnahmen geben. So günstig finden Sie nirgends anders ein sehr attraktives Umfeld. Zusätzlich dazu helfen die sächsischen Gemeinden jedem neuen Arzt, wo sie nur können. Von der kostenlosen Bereitstellung von Praxisräumen bis hin zur Hilfe bei der Wohnungssuche und Kinderbetreuung. Ärzte auf dem Land werden unterstützt wie nie zuvor. Auch im Krankenhaus ist man mit den Verhältnissen in der Stadt inzwischen nicht nur gleichgezogen, sondern bietet sogar viele Vorteile. Gerade für die Weiterbildung von Assistenzärzten oder das Erlangen des Doktortitels wird viel getan. Zum Beispiel werden Weiterbildungskosten übernommen oder Doktoranden wird mehr Zeit für ihre Promotionsarbeit ermöglicht. Aber es gibt noch weitere gute Gründe, auf dem sächsischen Land zu arbeiten. Weil ich vor allem auch an einem kleineren oder ländlichen Haus die familiäre Atmosphäre mit den Kollegen, mit den Oberärzten und Chefärzten schätze. Des Weiteren haben wir hier ein relativ junges Ärztekollektiv. Sind sehr teamorientiert miteinander und es schafft halt eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre, sodass sich halt auch neben dem beruflichen auch Freundschaften auftun, wir auch so Veranstaltungen planen, Grillabende, wo auch Oberärzte und zum Teil auch der Chefarzt mal mit dabei ist. Das finde ich sehr angenehm und das macht das Arbeiten hier attraktiv. Also das Verhältnis zu den Patienten beschreibe ich als sehr gut. Das ist eigentlich sehr angenehm, dass man so ein persönliches Verhältnis zu den Patienten hat. Was uns auch unterscheidet, ist, dass wir zu den Hausärzten einen guten Kontakt haben. Durch die ländliche Region kennen wir alle Hausärzte und die Hausärzte kennen alle Kollegen von uns. Was die technische Ausstattung anbelangt, unterscheiden wir uns aus meiner Sicht nicht von städtischen Krankenhäusern. Wir bieten also das breite Spektrum der internistischen Basisdiagnostik und Therapie an. Technische Ausstattung auf höchstem Niveau. Finanzielle Förderung des beruflichen und des privaten Werdegangs und ein entspannter Lebensstil. All das bedeutet heute das Arbeiten auf dem Land im Freistaat. Schauen Sie einfach mal ins Internet, schauen Sie, was sich hinter Sachsen verbirgt. Informieren Sie sich einfach zu den Punkten, die Sie interessieren. Und ich denke, in den meisten Gebieten, von Leben als Familie bis zu Hightech-Medizin in der Klinik, und Arbeitsmöglichkeiten auf dem Land als Hausarzt oder im anderen Fachgebiet werden Sie hier Interessantes finden und sehr, sehr Lebenswertes.